Ja, hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, heute mal eine kleine Let's Play-Folge. Ich stehe erstmal aus dem Bett, genau. Wir wollen heute mal ein bisschen mit der Caterpillar ein bisschen Kohle machen und uns mal angucken, wie viel da eigentlich nur wirklich reinpasst. Und ich habe es schon mal gemacht, ne? Ihr seht es an meinem Geldbeutel. Der ist recht gut gefüllt mittlerweile. Das geht recht einfach mit der Caterpillar. Vielleicht dann nochmal der Hinweis, nicht, dass er irgendwie rummeckert, oh, das ist voll unbalanced. Ja, das stimmt, es ist auch wirklich unbalanced. Es ist mega unbalanced, aber es ist halt eine Alpha. Und das wird mit der 3.1 wird's einen harten Rebalance geben. Ich vermute auch, damit das Ganze fair dann wird, dass sie dann auch resetten. Nochmal, also dass sie die Gelder und alles, was man hat, nochmal resetten. Ich denke, das ist einfach, hat jemand ein paar Nullen zu viel dran gesetzt. Das wird sich sicherlich später dann balancen mit den Schiffen und den Tradings, dadurch, dass man wahrscheinlich erstens mal nicht so viel Startkapital hat und zweitens mal durch Faction, also durch Ruf, letztendlich gar nicht so viel reinladen kann, ne? Weil die Minenkolonie auf Daymar sagt dann zum Beispiel zu dir, hey, ich kenne dich nicht, ich traue dir jetzt nicht, hier hast du mal, mach erst mal das bisschen. Und dadurch ist es dann sicherlich auch wieder gebalanced. Warte mal. Gehen wir kurz hier an so ein Ding. Wir spawnen uns mal die Caterpillar. Und machen da einfach mal ein bisschen. Wollen wir mal angucken, wie das denn aussieht, wenn die Caterpillar wirklich randvoll geladen ist. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Dumm. Ich könnte mal ein paar Kommentare gleich vorlesen, während wir fliegen. Weil, das ist vielleicht mal direkt am Anfang der Folge, das wird sich jetzt ein bisschen hinziehen, weil die Caterpillar ist extrem träge und schwer zu fliegen. Also da muss man echt aufpassen. Ich meine, das ist jetzt hier auf dem Testserver eigentlich, also Testserver ist ja nicht, also auf dem Server jetzt aktuell, ist es eigentlich egal, weil du kannst das Schiff einfach wieder spawnen. Aber wir wollen ja ein bisschen realistisch bleiben, ne? Also ich möchte das generell, das wisst ihr ja, habe ich ja schon mal erwähnt, im Let's Play möglichst realistisch haben. Ne? Also einfach nur so, oh, ich habe gefailt, ich spawn's einfach neu, finde ich kacke. Also wir tun so, als wäre es eben das fertige Spiel, wo wir eben auftanken müssen, theoretisch jedenfalls, und wo wir auch nicht einfach so das Schiff spawnen können. Ne? Also wir geben uns Mühe, ordentlich zu fliegen und zu machen, etc. etc. So, ah, ich liebe meine Caterpillar. Ich liebe sie einfach. Ich habe erst wirklich überlegt, ob ich sie mir hole, aber ich wollte sie einfach unbedingt haben. Ich wollte sie unbedingt haben und das Spiel eben auch supporten dadurch. So. Lalalala. Heute ein interessantes Kommentar bekommen. Das kann ich gleich mal ansprechen, das Thema. Das dürfte vielleicht ein oder anderem auch noch unter den Nägeln brennen. So, aber erstmal, bevor wir jetzt hier starten, ganz kurzer Ausflug. Für die ersten Videos von der Caterpillar nicht gesehen haben, ne? Wir haben hier mehrere Räume, habe ich ja schon mal gezeigt. Und da kann ich halt das Ganze mal durchlaufen, ne? Und wir haben hier oben, das zieht sich bis vorne durch, diese Reling, wo man eben auch langlaufen kann, ne? So, wir werden mal sehen, wie das Ganze ausschaut, wenn die voll beladen ist. Das sieht bestimmt richtig cool aus. So, da wollte ich nochmal kurz zeigen. Komme ich schon darauf, mit euch zusammen ein bisschen mit der Caterpillar rumzufliegen, weil es ist halt echt ein Multicrew-Schiff, ne? Also ich, da können halt echt 5, 6 Leute locker rein, können sogar, theoretisch können da 50 Leute rein. Also theoretisch würde man den ganzen Server in der Caterpillar unterkriegen. Nicht, dass die alle was zu tun hätten dann, aber sie können zumindest im Schiff sich während einer fliegt bewegen. So, da machen wir erstmal Flight Ready. Das war hier. Und wir fliegen. Ja, wir fliegen nach Daymar heute. Ihr wisst, ich mag Daymar sehr. Und dann nehmen wir uns hier irgendwie ein Mining-Ding. Mal Set Destination. So, würde ich sagen, Radio an und los geht's, wa? Moment, mal kurz hier umschalten. Geht bitte fest, nein, ich klebe fest. Los, heb ab, du dickes Schiff. Hab dich nicht so. Dann halt so. Wir schleifen uns am Boden lang. Geht zur Not auch. So, geschafft. Okay. Dann müssen wir da hin. Landing Gear up. So, wir müssen rauscrollen, einfach mal genießen.
Und los geht's. Gucken wir mal, wieder rausfliegen. Bam. Wunderschönes Schiff. Ach, ist einfach nur nice. Zeig mir bitte mal ein einziges Spiel, ein einziges, wo Raumschiffe sind, die so gut aussehen. Und da rede ich jetzt nicht von der Form, sondern einfach nur von den ganzen Details. Ich muss darauf rumreiten, immer wieder. Das macht richtig Spaß. So, wollen wir da mal hin? Gibt's hier ein Mining-Ding? Ich suche hier A-Corp. Das ist halt auf der dunklen Seite. Vielleicht dann Shubbing Mining Facility dürfte auch gehen. Wir fliegen mal dahin. Das dürfte auf der hellen Seite sein. Sollen wir hier den OM-Punkt nehmen? So, ich gucke da weiter mal kurz in den Kommentaren. Moment. Ah ja, hier haben wir es schon. So, warte. Quantum Drive is now off. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ich kann es gar nicht richtig lesen. Shopping Mining Facility da. 440 Kilometer. Auf jeden Fall auf der hellen Seite. Da springen wir nochmal zu dem OM1. Und dann dürfte es noch um die 200 sein. Kleiner Tipp für die Leute, die auch eine Caterpillar haben. Ich weiß nicht, ob es noch andere Schiffe gibt, die so groß sind und die sich genauso fliegen. Die habe ich halt nicht. Aber bei der Caterpillar müsst ihr echt aufpassen. Die bremst nicht besonders gut. Die braucht sehr, sehr lange, weil die halt echt super träge ist. Fühlt sich halt awesome an, mit der zu fliegen. Aber du musst da echt richtig aufpassen. So, Shubing, da. 350, das geht. Dann genießen wir ein bisschen die Aussicht, während wir fliegen und lesen ein paar Kommentare. Also ich mache es jetzt so, ich gebe es hier voll Esse. Ihr seht, die beschleunigt auch nicht allzu schnell, selbst mit einer Afterburner. Das dauert ein bisschen. Und die bremst halt auch sehr, sehr langsam. Also ich würde, sobald wir in die Atmosphäre eintreten, runtergehen, sofort abbremsen. Auf 200, 300 vielleicht. Max Speed ist hier knapp 900. So, ich booste mal ganz kurz und dann gehen wir gleich in die Außenansicht. Ah, das sieht schon wieder. Das wollte ich mal rausschmeißen. Das ist irgendwie doof, oder? Irgendwie finde ich das doof. Aber ich nehme ein anderes. Ja, das ist besser. Definitiv. So. Mal ganz kurz husten. So. Lal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 
Und das trifft jetzt nicht nur auf EA zu, das trifft auch auf Ubisoft zu, das trifft auch auf Activision zu. Was sie da fabrizieren, ist teilweise echt der größte Schrott. Und das liegt daran, dass der Publisher natürlich kein Interesse daran hat, dass das Spiel besonders gut ist, sondern dass es möglichst viel Geld bringt. Also ihr müsst euch das so vorstellen bei einer Spielentwicklung, wir haben auf der einen Seite den Entwickler, der will ein geiles Spiel machen. Auf der anderen Seite haben wir einen Publisher und der Publisher, der muss den ganzen Shit bezahlen. So, nun sagt der Publisher, das Feature ist zu teuer, das Feature ist zu teuer, das Feature geht nicht, das ist zu umfangreich, alles raus, mach mal ein Add-on draus, mach mal ein DLC draus, pipapo. Weil der Publisher hat nur Interesse an Geld, logisch. Der Publisher, könnt ihr euch vorstellen, ist im Endeffekt wie eine Bank. Ne? Der Entwickler und der Publisher, die unterhalten sich darüber, was das Spiel kosten soll und wegen der Finanzierung und so weiter und so fort. Der Publisher gibt dann seine paar Millionchen aus, ne? Und finanziert das Spiel und die Entwicklung und holt sich dann das Geld über die Käufe, also den Gamer sozusagen, wieder rein. So, und genau das will Chris Roberts oder Cloud Imperium Games nicht, sondern sie wollen eigentlich so ein bisschen den Weg von Blizzard gehen, nämlich selbst publishen, weil sie dann nämlich tatsächlich machen können, was sie wollen. Unter der Bedingung natürlich, dass sie irgendwie Geld bekommen. Und deswegen haben sie gesagt, naja, dann machen wir es über die Community. So, und vielleicht mal für die, die sich gar nicht damit groß beschäftigt haben früher, ja. Das Spiel hatte eigentlich nie vor, Planeten zu haben. Gab's gar keine Idee dafür, ne? Weil man gar nicht davon ausgegangen ist, dass man so viel Geld von der Community bekommt. Das wurde immer mehr und immer mehr und dann hat man eben gesagt, okay, pass auf, wir investieren das Geld, wir machen jetzt nicht Stopp und hauen das Spiel raus, sondern wir investieren das Geld in bessere Features, in neue Features, in völlig neue Systeme, die es so einfach noch nicht gibt, ja. Und dann gab es eben dann die ersten Planeten, Ideen zumindest, und die Ursprungsidee oder die erste Idee, von den Planeten oder Monden war, nicht, dass man so wie ich das jetzt hier mache, einfach runterfliegt und landen kann, sondern man fliegt in die Nähe von einem Posten auf dem Planeten, dann kommt eine Art Zwischensequenz, die die Landung zeigt und dann ist man da. Aber dann hatten sie so viel Geld, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das Spiel noch geiler, wir hauen Planeten raus, wo man wirklich, wie ich das hier mache, landen kann, wo man will, die völlig frei begehbar sind. So, und jeder, der Elite Dangerous spielt oder gespielt hat, und das mal vergleicht. Warte, ich muss kurz bremsen. Ich muss runter vom Gas. Jeder, der Elite Dangerous schon mal gespielt hat oder gerade noch spielt und mal vergleicht, die Monde jetzt hier in der Alpha 3.0 verglichen mit den Planeten und Monden bei Elite Dangerous, der sieht den Unterschied. Klar, hier ist es noch nichts, aber es ist einfach ein ganz anderes Spielempfinden, weil die Dinger einfach hier riesengroß sind. Unglaublich groß. Die ganzen Details an den Schiffen, das war ja am Anfang auch nicht so. Googelt mal nach den ganz alten Bildern, die ersten Bilder von der Constellation. Die wurden alle redesigned. Ne? Wir haben jetzt hier schon die Next-Gen-Schiffe quasi drin. Ne? In einer unglaublichen Detailtreue und so weiter. Und das ist halt der Unterschied und deswegen finde ich es auch gut. Kann jeder anders sehen, wie gesagt, kann jeder seine eigene Meinung dazu haben. Aber ich finde es schön, dass es einen Spieleentwickler und Publisher in dem Fall, nämlich Cloud Imperium, gibt, die sagen, dann kommt das Spiel halt erst ein Jahr später oder zwei Jahre später auf den Markt. Aber dafür hauen wir, sagen wir mal, wirklich hochqualitative Grafik, Features und Inhalte rein, die es in der Form einfach nicht gibt. Es gibt kein Spiel aktuell, was in der Lage ist, oder kein Entwickler, der in der Lage ist, solche prozeduralen Planeten, guckt euch die Videos an, das wird ja alles noch kommen, das dauert halt alles noch ein bisschen, bis es spielbar ist, aber da ist es ja trotzdem schon. Der das in der Form machen kann. Es gibt keine Technik dafür. Das haben sie selbst entwickelt. Könnt ihr euch angucken, das ist ja auch alles transparent. Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie im stillen Kämmerchen irgendwas entwickeln, ja, und dann mal so irgendwie so eine Demo raushauen. Das ist keine Demo. Das ist auch kein fertiges Spiel. Es ist halt eine Alpha und man darf es spielen. So, ganz einfach. Wie gesagt, da kann jeder seine Meinung zu haben. Ich sehe es so. Ich glaube, der Großteil der Community sieht es ähnlich wie ich. Und wir sind halt geduldig. Und das ist ja auch in Ordnung, ne? Wir wollen halt auch mal ein gutes Spiel haben. Und kein, wie gesagt, no hate, aber wir wollen eben gerade kein schnellfertiges Star Wars Battlefront mit Lootboxen, schlechten Inhalten und, ja, sehr, sehr bescheidener Kampagne. Ne? Ich weiß nicht, also Star Wars Battlefront, die Kampagne, wie lange geht die? 6 Stunden? Das war's. Ne? Squadron 42, was neben Star Citizen entwickelt wird, hat 100 Spielstunden, wenn es fertig ist. Ne? Und das ist dann ein AAA-Titel. AAA heißt nicht Grafik. Für mich jedenfalls. Ne? EA schreibt immer an seine Titel AAA. Aber das ist kein AAA. Sieht nur gut aus. Aber, ja, wie sagt man, außen hui,
in dem Foyer. Ne? Und naja, wie gesagt, das ist halt meine Sicht darauf. Kann jeder anders sehen. Jedem seine Meinung ganz legitim. Und tut mir nur einen Gefallen, wenn ihr eine andere Meinung habt, die könnt ihr gerne vertreten, auch in den Kommentaren, aber seid nett und beleidigt nicht irgendwelche anderen Leute, die Star Citizen mögen und bezeichnet die als dumm, weil sie das Spiel supporten. Jemand, der irgendwas supportet, ist nicht dumm, sondern er glaubt daran, dass das gut wird. Ne? Das ist ein Unterschied. Ne? Ich habe das Kommentar jetzt nicht gelöscht, war kurz davor, weil es schon teilweise echt beleidigend war, aber es war dann noch in einem gewissen Rahmen, wo man sich denkt, na gut, was soll's. Hm. Gut, das wollte ich auf jeden Fall mal anschneiden, das Thema. Wenn ihr dazu euch noch weiter unterhalten wollt, gerne auch mal in den Kommentaren so ein bisschen, solange es nicht überhand nimmt. No hate, bitte. No hate. Das braucht man nicht. Hm? Ist ein schönes Spiel, wir wollen es gerne spielen, wir haben Spaß dran, wir haben Bock drauf. Es entwickelt sich immer weiter und es wird definitiv fertig werden. Ja, die 3.0 zeigt, was möglich ist. Die 3.0 ist sehr, sehr fortgeschritten schon. Und wenn sie wirklich jetzt quartalsweise Inhalte reinkloppen und immer weiterentwickeln und zeigen, was eben geht, na, dann läuft das auch. Die 2.6 war echt lange da, aber die 3.0 hat ja eine ganz andere Basis. Es ist ein völlig anderes Spiel als die 2.6 von Grund auf. Ne? Also im Endeffekt kann man sich das Bild nicht vorstellen, sie haben jetzt eine Basis geschaffen mit der 3.0 und das, was jetzt noch kommt, wie Mining und so weiter, baut darauf auf. Und dadurch wird es auch nicht nochmal so lange dauern, diese ganzen Inhalte zu bekommen. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, da unten ist irgendwo diese Mining Facility. Wie? Oh, ich sehe es nicht. 8000? Oder ist es eine 6? Ich kann die Zahl nicht lesen. Fluch, da bist. 7000, jetzt sehe ich dann eine 7, okay. Ach, eine wunderschön. Kleines Träumchen. Ach ja. Manchmal logge ich mich ein und fliege einfach nur völlig sinnlos über einen Mond oder Planeten mit der Caterpillar oder mit der Cutlass. Was einfach nur schön ist. Ist einfach nur wunderbar. So. Achso, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr euch das Spiel holt, seid so lieb. Ihr müsst das nicht tun, ist nur von mir eine kleine Info. Nutzt meinen Referral-Code, weil dann kann ich euch demnächst mal diesen Buggy zeigen. Ne? Es müssten noch zwei Leute, müsste ich noch rekrutieren, in Anführungsstrichen, dann kriege ich diesen Buggy. Und das würde ich ganz gerne mal in einem Let's Show machen, weil der ist ganz geil, da kann man auch mal im Hangar mit rumfahren oder auch hier auf dem Planeten. Das ist nicht der Rover, sondern das ist so ein kleiner Buggy. Werde ich euch dann zeigen, wenn ich ihn habe. Das wäre ganz nett. Also wenn ihr euch das Spiel eh holen wollt, dann wäre es ganz cool, wenn ihr meinen Key benutzt. Und dann kann ich euch das mal zeigen. So, jetzt muss ich mir abbremsen. So. Oh, schaffen wir das? Guck mal, wie langsam der bremst, ne? Ich sag ja, das Ding, da musst du echt ein bisschen trainiert haben. Ach, ich hab geübt. So, Lande, Fahrwerk ausfahren. Ich nehme einfach hier das Landepad. Landeerlaubnis einholen geht noch nicht. Hier auf den Monden, ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass es nicht geht. So, ganz vorsichtig. Muss einfach mal ein bisschen Geduld haben. Das gehört einfach mit dazu. So, mal so vom Gefühl her würde ich sagen, machen wir mal kurz die Alt-Taste. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ich möchte es auch hübsch haben. Ich möchte hübsch landen und nicht aber nur irgendwie so möchtegern-mäßig. So, bremsen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier runter, mal sehen, ob das funktioniert. Übrigens, wenn ihr das auf Port Odessar macht, also einfach so landen, gibt es Crimestead auf dem Mond hier nicht. Na, das sieht doch ganz vernünftig aus, hä? Hab ich das nicht fein gemacht? Ihr könnt mich gerne mal loben. Mal ein bisschen hochgucken nochmal. Ja, wunderbar. Super. Dann mache ich mal aus, Power off. Und dann versuchen wir mal unser Glück. Kurz Radio ausmachen. So. Ja, schauen wir mal, wie viel Kohle wir jetzt damit machen können. Ich versuche jetzt möglichst voll zu kriegen, das ganze Lager. Wir haben halt echt super viel Platz. Wir haben fast 600 SCUs.
nochmal zum Mitschreiben, ein SCU sind 100 Units. Ne? Das heißt, wenn ihr zwei Nullen an die 600 hängt, dann wisst ihr, wie viel reinpasst. Nämlich, hier runter. Nämlich 60.000 Units passen in das Schiff. Das ist schon awesome viel. Also es gibt kein größeres Schiff aktuell von der Ladekapazität. So. Hier unten rausruckeln. So, ich glaube, da rechts musste man rein. Ah, guck. Es ist einfach nur hübsch. Ich mag den Mond so sehr. Ich glaube, der Planet, der dann kommt, ist ein bisschen dynamischer. Also der hat, glaube ich, mehrere Klimazonen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das der ist. Das ist der Hürzenplanet, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der ist aus dem Video. Aber wenn das da ist, dann hat der Gebirge, Seen, Flüsse, Wälder, alles, ne? So. Dann schauen wir doch mal. Ihr könnt euch grundsätzlich merken, ihr könnt eigentlich bei diesen Mining-Dingen hier einfach alles kaufen. Im Grunde genommen könnt ihr alles kaufen. Es gibt irgendwas, das kann man auf Port Odessa nicht verkaufen. Was war denn das? Das war, glaube ich, das Fluorin, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das konnte man nicht verkaufen. Oder was, Chlorin? Nee, Chlorin war es. Chlorin konnte man, glaube ich, nicht verkaufen. Nagelt mich aber jetzt nicht drauf fest. So, ich kaufe einfach mal so viel wie geht. So, 46 SCU, okay. Da haben wir schon mal ein Drittel voll vom Schiff. So. Chlorin, Fluorin. Ich nehme mal das Fluorin rein. Zack. Gucken, ob wir hier alles reinkriegen. Cordunum. Wie heißt das? Corundum. Okay, 100. Oh, nehmen wir mit. Zack. Dann nehmen wir natürlich, was nehmen wir noch mit? Iodin. Diamond. Diamond ist auch mal gut. Like diamonds in the stars. Da, 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 da. So, haben wir ein bisschen Platz? Ja, Quarz war nicht so gut, glaube ich. Aluminium habe ich schon, glaube ich, oder? Haben wir schon Aluminium? Nö, können wir mit Aluminium noch voll machen. Ah. Iodin. Quarz. Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage, ne? Im Prinzip ist es fast egal. Ich nehme das Quarz. Ich habe halt noch so viel Geld übrig und das Schiff wird trotzdem voll. Also wir kriegen es locker voll. Habe ich natürlich vergessen, wie viel Geld ich vorher hatte. Aber das könnt ihr euch ja nochmal kurz zurückspulen. Dann seht ihr ja die Zahl. Das ist nicht so schlimm, muss ich jetzt auch nicht wissen. Ich glaube 250.000 oder so hatte ich. Glaube ich. Müsste. So, jetzt fliegen wir einfach zurück nach Port Odessa und verkaufen den Kram. Dann schauen wir uns mal an, wie viel Kohle man mit so einer Caterpillar sich ranholen kann. Da bin ich ja mal gespannt. Einmal habe ich es schon gemacht, aber da habe ich es nicht ganz voll gemacht. Vor allem mal gucken, wie es innen drin aussieht. Also hier ist es alles voll geladen normalerweise. Können wir hier aufmachen? Geht das? Kann ich hier so? Nee. Von außen aufmachen. Ach doch, da. Guck mal, da ist so ein Display. Open. Ah ja, gut, die backen halt noch rum, ne? Ich guck einfach von innen, das ist sicherer. Das Schiff müsste jetzt bis oben hin voll sein. So. Zack, upsala, da fällt mir gleich was aus der Hand. So. Ja, also ich... Also hier ist kein Platz mehr. Hier passt vielleicht noch ein Arm durch. Und das war's. Hier kommst du nicht mehr dran vorbei. Aber das macht nichts, denn wir haben ja eben zum Glück bei der Caterpillar oben den zweiten Gang. Diese kleine Reling. Und da können wir natürlich langlaufen. Das machen wir jetzt auch mal. Latschen mal durchs Schiff durch und gucken uns das mal an. Ich fliege aber erstmal los. Wir können während des Fluges ja mal gucken. Immer am witzigsten, dass, während man sich bewegt, wenn man im Schiff rumläuft. Das wird auch später dann der Fall sein. Warte, sage ich euch gleich. Nur kurz hier, lalala. Lights ready machen. Radio an. So. Dann setzen wir uns noch fixen Kurs nach Port Odessa und. Scrollen, scrollen, Port Odessa. Hey, los, dahin.
So, das ist jetzt, wo ist denn das? Okay, dann müssen wir eh weit fliegen. Machen wir einfach mal. Launch complete. Na, ein bisschen abgedriftet gerade, aber macht nichts. So. Landing gear up. Upsala. Oh, jetzt habe ich mich ganz komisch gedreht gerade. So. Der Sonne entgegen. Fantastisch. Gas geben hier. Die Ruckler halten sich wirklich in Grenzen. Also, zumindest bei mir. Ich weiß, bei einigen von euch ist es schlimmer. Tut mir auch echt leid, aber ich kann da nichts machen. Aber sie haben ja versprochen, dass sie sich jetzt die nächsten Wochen an die Performance ransetzen und da immer wieder Updates bringen. Ich glaube halt, dass das vor allem serverseitige Geschichten sind. Sie wollen auf jeden Fall die RAM-Nutzung deutlich einschränken. Also nicht einschränken, das falsche Wort. Sie wollen die RAM-Nutzung optimieren. Das heißt, dass ihr weniger RAM braucht für die gleiche Leistung. Ne? Das sind halt immer, das ist dieser Feinschliff. Der kommt halt immer zum Schluss. Das ist bei jedem Spiel so, ne? So, müssen sie auch eh machen, ne? Weil wenn sie bei der Performance jetzt anfangen, das Mining rein zu patchen, deswegen dauert auch das Mining wahrscheinlich noch bis Ende Mitte Juni, wenn sie da jetzt das rein patchen, dann kannst du gar nicht mehr einloggen wahrscheinlich, ne? Das heißt, sie müssen das, was jetzt da ist, polischen, dann kommt das nächste drauf, das wird auch wieder mitgepolished, dann kommt das nächste und so weiter. Step by step. Und wir sind ja alle noch jung und frisch und gesund hoffentlich. Das heißt, wir dürfen es auch noch erleben, dass das Spiel fertig wird. Nicht, dass da irgendwer Angst hat, dass er das gar nicht mehr erlebt. Aber ich glaube, man darf seinen Account auch vererben. Ne? Ich glaube, das geht. Ein Scherz am Rande. So. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier ausschalte. Also, wenn ich jetzt hier quasi aussteige, während ich fliege. Das Schiff gibt mal ein bisschen Gas. Was ist los? Irgendwie will er gerade nicht richtig Gas geben. Was ist denn das? Ich glaube, das sind diese komischen Mondwinde. Ja, die sind halt immer noch so ein bisschen buggy und die nerven wie Hulle. Die nerven echt. Aber letztens mit der 315P, die wir im letzten Video uns angeschaut hatten, bin ich mal noch ein bisschen rumgeflogen. Alter, die wird ja auch durch den Mond gewedelt, wie so ein Fähnchen im Wind. Das ist unglaublich. Aber das wird sich demnächst hoffentlich noch erledigt haben wieder. Doch Quatsch. Also, ja, Wind ist immer da natürlich, aber so krass ist ja lächerlich. Das Ding ist ja nicht aus Papier, ne, sondern aus Metall und schwer. Tja. Ich finde übrigens, aber vielleicht stehe ich damit auch alleine da, sie sollten nochmal an diese Trägheitsgeschichten gehen. Ne, also dieses Rotwerden. Ja, hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, heute mal eine kleine Let's Play-Folge. Ich stehe erstmal aus dem Bett, genau. Wir wollen heute mal ein bisschen mit der Caterpillar ein bisschen Kohle machen und uns mal angucken, wie viel da eigentlich nur wirklich reinpasst. Und ich habe es schon mal gemacht, ne? Ihr seht es an meinem Geldbeutel. Der ist recht gut gefüllt mittlerweile. Das geht recht einfach mit der Caterpillar. Vielleicht dann nochmal der Hinweis, nicht, dass er irgendwie rummeckert, oh, das ist voll unbalanced. Ja, das stimmt, es ist auch wirklich unbalanced. Es ist mega unbalanced, aber es ist halt eine Alpha. Und das wird mit der 3.1 wird's einen harten Rebalance geben. Ich vermute auch, damit das Ganze fair dann wird, dass sie dann auch resetten. Nochmal, also dass sie die Gelder und alles, was man hat, nochmal resetten. Ich denke, das ist einfach, hat jemand ein paar Nullen zu viel dran gesetzt. Das wird sich sicherlich später dann balancen mit den Schiffen und den Tradings, dadurch, dass man wahrscheinlich erstens mal nicht so viel Startkapital hat und zweitens mal durch Faction, also durch Ruf, letztendlich gar nicht so viel reinladen kann, ne? Weil die Minenkolonie auf Daymar sagt dann zum Beispiel zu dir, hey, ich kenne dich nicht, ich traue dir jetzt nicht, hier hast du mal, mach erstmal das bisschen. Und dadurch ist es dann sicherlich auch wieder gebalanced. Warte mal. Gehen wir kurz hier an so ein Ding. Wir spawnen uns mal die Caterpillar. Und machen da einfach mal ein bisschen. Wollen wir mal angucken, wie das denn aussieht, wenn die Caterpillar wirklich randvoll geladen ist. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Dumm, die dumm, die dumm.
können mal ein paar Kommentare gleich vorlesen, während wir fliegen. Weil, das ist vielleicht mal direkt am Anfang der Folge, das wird sich jetzt ein bisschen hinziehen, weil die Caterpillar ist extrem träge und schwer zu fliegen. Also da muss man echt aufpassen. Ich meine, das ist jetzt hier auf dem Testserver eigentlich, also Testserver ist ja nicht, also auf dem Server jetzt aktuell, ist es eigentlich egal, weil du kannst Schiffe einfach wieder spawnen. Aber wir wollen ja ein bisschen realistisch bleiben, ne? Also ich möchte das generell, das wisst ihr ja, habe ich ja schon mal erwähnt, im Let's Play möglichst realistisch haben. Ne? Also einfach nur so, oh, ich habe gefailt, ich spawn's einfach neu, finde ich kacke. Also wir tun so, als wäre es eben das fertige Spiel, wo wir eben auftanken müssen, theoretisch jedenfalls, und wo wir auch nicht einfach so das Schiff spawnen können. Ne? Also wir geben uns Mühe, ordentlich zu fliegen und zu machen, etc. etc. So, ah, ich liebe meine Caterpillar. Ich liebe sie einfach. Ich habe erst wirklich überlegt, ob ich sie mir hole, aber ich wollte sie einfach unbedingt haben. Ich wollte sie unbedingt haben und das Spiel eben auch supporten dadurch. So. Lalalala. Heute ein interessantes Kommentar bekommen. Das kann ich gleich mal ansprechen, das Thema. Das dürfte vielleicht ein oder anderem auch noch unter den Nägeln brennen. So, aber erstmal, bevor wir jetzt hier starten, ganz kurzer Ausflug. Für die ersten Videos von der Caterpillar nicht gesehen haben. Ne? Wir haben hier mehrere Räume, habe ich ja schon mal gezeigt. Und da kann ich halt das Ganze mal durchlaufen. Ne? Und wir haben hier oben, das zieht sich bis vorne durch, diese Reling, wo man eben auch langlaufen kann. Ne? So, wir werden mal sehen, wie das Ganze ausschaut, wenn die voll beladen ist. Das sieht bestimmt richtig cool aus. So, da wollte ich noch mal kurz zeigen. Komme ich schon darauf, mit euch zusammen ein bisschen mit der Caterpillar rumzufliegen, weil es ist halt echt ein Multicrew-Schiff, ne? Also ich, da können halt echt 5, 6 Leute locker rein, können sogar, theoretisch können da 50 Leute rein. Also wollen die Folgen ja auch nicht ewig lange halten. So, da rechts hin. Da wird gleich die spannende Landung geschehen. Jump, 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 jump! Yeah. So. Landepads, wo sind die? Ich sehe sie gar nicht. Na egal, wir müssen jetzt eh ein bisschen aufpassen hier. Quantum Drive is now off. Da oben sind sie gleich, ne? Perfekt. Dann hole ich mir Landeerlaubnis. Da. Please proceed to assigned landing bay. Mhm. Ganz genau. Bei der Caterpillar ist es ja immer recht einfach, einen Landepad zu finden. Da gibt es nämlich nur 4. Landing Gear down. Ich vermute mal, ich darf den da haben. Nur doof, das Autoland geht leider nicht. Bei der Caterpillar geht Autoland nicht, die ist zu groß aktuell. Das ist noch ein bisschen buggy. Aber das macht nichts, man kann ja auch einfach manuell landen. Das finde ich teilweise eh besser. Warte mal, ganz kurz ein bisschen rausscrollen. Schnell sein jetzt, so. Okay. Also, runter vom Gas, bisschen eindrehen hier. Noch, oder? Die Alt-Taste gedrückt, so, noch ein bisschen eindrehen. So, ich glaube, jetzt könnte ich auch Autoland machen, aber nun kann ich es auch selber machen. Oh, ich kann Autoland mehr. So. Ja, 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 ist gut. Der sagt mir jetzt, ich soll Autoland machen, mache ich aber nicht. Kann ich selber. Oh, ganz einfach. Einfach runter. Langsam habe ich es echt im Urin. Ne? Also das Fliegen meine ich. So. Zack. Herzsch. Landing complete. Have a pleasant stay. Das Skiller vom Herrn wieder zugeschlagen. Geile Landung. So. Okay, da gehen wir mal fix verkaufen. Mal sehen, wie viel Gewinn wir machen. Wie gesagt, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ihr sicherlich schon. Ich glaube, 250.000 hatte ich. Gucken wir mal. So. Achso, Radio. Warte mal. Mach mal aus hier. Zack. Lalalala. Zuppel, zuppel, jetzt.
Ich würde schätzen, wir kommen auf 350.000 oder so. Ungefähr, ich weiß es nicht. In der Regel kann man sagen, man verdoppelt ungefähr das, was man reingesteckt hat. Also in etwa. Mal sehen. Aber das Geld ist sowieso nicht relevant auf dem aktuellen Server, weil du kannst halt nichts kaufen. Also klar, ein bisschen eine Rüstung oder eine andere Waffe oder ein paar Klamotten, aber im Endeffekt ist das noch nicht wirklich relevant. So. Und dann erst später relevant, wenn du NPCs anheuern kannst, weil die kosten dann wahrscheinlich richtig viel Geld. Macht auch Sinn. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Und dann brauchst du auch ordentlich Asche. So. Also. Verkaufen. Verkaufen von der randvollen Caterpillar. Fluorin. So. 46.000 Tacken. Dankeschön. Dann nehmen wir Aluminium. Da haben wir ja am meisten von. Oh, auch nur 46.000. Okay. Cordunum. Auch 46.000. Alles genormt hier. Mein Gott. So, jetzt sind wir schon auf 320.000 fast. Quarz. 30.000. Okay. Und Diamant. Oh, der bringt ja immer eine ganze Menge hier. Ja, also ich weiß, ich habe die Zahl vergessen, aber wir sind jetzt fast bei 400.000. Wir haben also definitiv Gewinn gemacht. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne, Meister? Hallo? Willst du eine Mütze haben für die komische Frisur? Wer hat denn ihm diese Frisur da verpasst? Das sieht ja schlimm aus. Sieht aus wie so ein Toupet. Warte mal. Junge, voll der Iro. Ein Nachtelfen-Irokese. So, na gut, genug Glatze angeguckt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins.